Leute, ich habe das neulich schon mal gesagt, mir macht das unheimlich viel Spaß. Ich freue mich also tatsächlich auch auf den Winter und ich gehe sehr, sehr gerne draußen durch die Natur, wenn der Schnee liegt, die Luft finde ich schön und mir macht es auch Spaß zuzusehen, wie der Hund seine Freude hat und dann kommt man natürlich auch immer ganz gerne wieder nach Hause und ich trinke dann auch mal ganz gerne einen schönen Glühwein, obwohl das natürlich ernährungsphysiologisch vollkommen unterm Strich ist, aber es macht mir halt dann auch ein bisschen Spaß. Ich hatte vor, na, das ist schon ein bisschen länger her, bei Dieter Niermann ein Video gesehen, da hatte er eine Pfeife von Oldřich Jirsa vorgestellt und also dieser Pfeifenbauer, der aus der Tschechischen Republik kommt, westlich von Prag und fand den natürlich dann auch in den Dunpipe-Katalogen und ich muss alle wirklich sagen, ich fand, das waren wirklich sehr wunderschöne Pfeifen, die dort in dem Katalog abgebildet waren und was natürlich auffiel, war dann dieser Preis und als ich jetzt neulich bei Dunpipe war, da war mir vorher schon klar, dass ich mir eine Jirsa zulegen möchte und dass es manchmal ganz ratsam ist, nicht nur aus dem Katalog zu bestellen, sondern sich wirklich diese Pfeifen dann vor Ort anzuschauen, das hat sich an diesem Tag wieder bewahrheitet. Also seht selbst, wie unspektakulär ich da zu meiner Jirsa gekommen bin. Ja? Also. Habt ihr gesehen? Oldřich Jirsa ist nächste Woche hier. Und Dunpipe hat ja eine Serie von Oldřich Jirsa, eine günstige sogar. Die gucken wir uns jetzt mal an. Von ihm drin haben und man kann hier mal was sehen, wobei das ist also schon eigentlich eine Sünde. Die habe ich vorgestern erst eingeräumt. Wir haben so diverse Muster bestellt von seiner, er hat keinen richtigen Katalog, sondern er hat so eine Schäbliste. Ne? Ja. Und man kann nicht alles nehmen. Ja. Aber das darf man eigentlich gar keinem zeigen. Wenn ich also mir diese Pfeife mal angucke, ja. Für 54 Euro geht gar nicht. Eine das Riesen ist also eigentlich nicht die Norm, da muss man, die können nicht alle so aussehen, ja. Aber hier ist gleich die nächste, was für ein Crossgrain und ja. Dann 54 Euro. Ne? Also das ist etwas, und hier habe ich sogar so ein Modell, wo ich ein Flamegrain habe, schön umlaufend, was toll ist. Ja. Aber sowas zum Beispiel würden wir auch nicht fotografieren. Man kann es nicht halten. Ja. Da werden sicherlich, die eine oder andere wird so aussehen, aber es gibt eben auch viele, wo das Holz dann ein bisschen unruhiger läuft. Ne? Ja. Und er macht eben auch so ein bisschen so Sachen, so, ja, die man nicht überall kriegt. Ich meine, es ist eine Serienpfeife, ja. Aber das ist so jetzt, sage ich mal, der Durchschnitt, ne? Ja. Den man so hat bei Jirsa. Und er hat eine breite Palette. Und er hat ja auch ein neues Mundstückmaterial. Mhm. Da sind wir wieder beim Kritikpunkt. Ja. Jetzt ist es perfektioniert und unser Herr Behrens hat immer zu ihm gehalten. Das heißt, wenn Sie auf jemanden setzen, dann dürfen Sie ihn nicht bei der ersten Sache irgendwie fallen lassen oder übermäßig kritisieren. Das ist, der Effekt ist Bissqualität Ebonit, ja. Aber es läuft nicht an. Okay. Er hat sich also das zertifizieren lassen und stellt selber Mundstücke her, verkauft die auch anderweitig. Und es ist tatsächlich so, man hat das Gefühl, man beißt auf Ebonit, aber man hat dieses Problem mit dem Schwefel nicht. Mhm. Und da gab es so am Anfang Krankheiten, das heißt, das sind ja gegossene Mundstücke. Und wenn der Splint verrutscht, dann haben sie eine unterschiedliche Dicke und dementsprechend, knack, einmal draufgebissen, beißen sie es durch, nach zweimal Rauchen, gibt natürlich neu und Ersatz, keine Frage. Aber im ersten Moment hat man natürlich ein bisschen Ärger darüber als Kunde. Ne? Aber das hat er in den Griff gekriegt. Ne? Mhm. Wo hatten Sie jetzt diese schöne, das war die erste und das war die zweite? Ja, ne, hier, das ne? waren die, also das ist... Die, darf ich die nochmal sehen? Das ist wirklich sagenhaft. Ja, bei solchen Sachen, ne? Man muss ja auch immer ein bisschen Egoist sein. Bei solchen Sachen denke ich dann immer, nur ist es nicht meine Form, aber das wäre so das Richtige für mich und dann leicht anderes Mundstück ran und zack, habe ich eine Individualpipe. Ja, ja, ja. Ich bin jetzt eher so wie auch von dieser hier, so von der Form. Ist die reserviert hier? Nein, nein. Ich sage jetzt, ja. Jetzt schon. Jetzt schon. Die habe ich vorgestern ja erst, die nehme ich mit. Erst eingeräumt. Ne? Die würde ich mitnehmen, wenn Sie mir erlauben. Ich wollte heute eine Jirsa mitnehmen und Sie haben mir jetzt schon eine. Also unglaublich.
Da muss man aber, wie gesagt, dazu sagen, haben wir sie sowieso nur einmal, weil wir dieses Shape sonst in der Form hier als Hirser gar nicht haben. Ja. Und zweitens ist es immer so, wenn dann jemand sagt, Mensch, so eine hätte ich gerne auch, dann muss ich sagen, ja, darf die Lieferzeit auch 2 Jahre dauern? Ja, man weiß es ja nicht. Ja, ja, ja. Und das ist zum Beispiel so ein Modell, was auch als Serie selten ist, haben wir allerdings nicht genommen. Sie können nicht alles nehmen. Mhm. Irgendwo haben wir gesagt, 4 Seiten reicht auch und mehr machen wir nicht. Die hätte man vielleicht auch nehmen können als Rhodesien. Da hat sie so eine weichere Stelle. Ja, ja, ja. Aber ist trotzdem für 54 Euro absolut okay. Nicht zu glauben, ja. Tja, wollen wir mal hoffen, dass das alles noch recht lange geht. In der heutigen Zeit Prognosen abzugeben, was wie passiert, ist sehr schwer.